Let's Play und ich begrüße euch zur dritten Folge, mittlerweile schon vom Transim. Ich bin jetzt hier schon beim Schwedenplatz, weil der Spielstand irgendwie nicht richtig gespeichert hat. Ich hatte dann keine Linie mehr drin und dann sind die Leute nicht mehr eingestiegen und sowas. Das wollen wir ja nicht. Deshalb war der nächste Punkt hier nur Schwedenplatz. Das heißt, wir sind nur eine Station da übersprungen und man hat die ja dort gesehen. Meiner Meinung nach. Zeige ich euch halt nicht die komplette Strecke, aber ich habe es euch schon mal im Livestream gezeigt. Also, wir haben alles dafür. Aber echt, ich wollte eigentlich die ganze Strecke mit der E2, mit der Flexity fahren und mit der E2 zurück. Nur mit der. Nein, der Rote kommt! Nur die E2 ist meiner Meinung nach so viel schöner. Ich mag das einfach. Wenn die Innenkamera geil ist und sie von außen geil ist, dann mag ich die Straßenbahn. Und das ist halt bei der Flexity hier der Fall. Man kann sie einfach steuern. Ah ja, schaut, was ich rausgefunden habe. Man kann hier. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte. Julius Hartplatz. So. Und dann gibt's hier noch. Dieser Mund-Nasen-Schutz, diese Ansage, was es gibt, die klingt von der Qualität meiner Meinung nach nicht so. Also irgendwas ist da halt, aber ja. Ich kann, darf gar nicht fahren. So. Liebe Fahrgäste, bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in U-Bahn-Stationen sowie in Fahrzeugen. Ja, ist schon ziemlich realistisch. Aber ich finde es cool, dass es hier so manche Ansagen gibt. Okay, wir sind wieder 3 Minuten hinten. Wir haben es mal wieder geschafft. Weil es wird jetzt nur noch mal die Oberflur-Ding angezeigt. Und wir brauchen die Niederflur, weil da steht Rollstuhl bei dem Symbol. Da. Und wir sind Oberflur. Hey, so aber nicht, Mingyong. So, dann hoffentlich schaffen wir es heute zur Prater Hauptallee. Wir dürfen nicht fahren. Oh, die Glocke ist hier so angenehmer. Umsteigen zu O in Richtung Raxstraße. Simulator TV hat gesagt, man kann hier angeblich irgendwo Licht machen. Stromabnehmer, Scheibenwischer, Scheinwerfer. Stadley. Jetzt aber. Ach, hier sind die KMH. Schwenken. Da ist eine Station. Das kann man nicht bedienen, das auch nicht. Schwenkstufe brauchen wir nicht. Notsignal an. Ah, das ist eine Frage, aber klar. Blinker müssen wir auch nicht setzen. Da gibt's nichts. Da haben wir eine Ampel, ja.
Also entweder packt das Spiel, dass man... das hier, ich glaube eigentlich, dass wir sogar planmäßig sind. Ah ja, es gab auch einen kleinen Hotpatch. Also ein paar Sachen wurden beim Gelenk und sowas verbessert, was ich halt bei der letzten Folge gesagt habe. Das kam heute oder sowas raus. Irgendwie, es wurde halt gesagt, Hotfix Update auf ihrem Discord-Server. Ich mag die Ansicht. Aber die da mag ich noch mehr. Weil hier alles so schön zerkratzt ist. Ich mag kaputte Sachen. Wie schnell fahren wir? 30 in der Kölscher. Umsteigen zu O in Richtung Bratestern. Oh, die FPS wurden echt verbessert. Das haben sie nämlich schon beim 1.1 Update gesagt. Ja, das haben sie wirklich gemacht. Weil hier geht die Performance viel besser. Ich meine, hier sind auch keine großen Straßen, nicht viel KI, da ist ja fast nichts. So, da können wir gleich die Ansage abschalten. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. So. Kann man schon blinken. Null und eins. Interessant. Also, oh, Entschuldigung, heißt nicht null. Und da steht hier immer so schlampig. Aber es ist die Linie O. Wenn ihr da immer irgendwas im, schon im Hintergrund hört, das ist mein Bruder, der spielt halt immer dann, wenn ich auf. Und meine Kopfhörer sind so laut, dass sie ihn mit aufnehmen. Es tut mir sehr leid. Oh. Ich hab den Anfall gerade in den. Wir haben es da drüben. Man! Geht's Ihnen noch gut? So. Easy. Alter, wir haben 30 Gold. Ja, immer er mit seinem Bad Wars Ding. Tamsim ist aber besser. So. Alle sind drin. Genießen wir nochmal. Kurze die. Aber dass die Stufen da sogar rausfahren, ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Also bei denen, die was bei mir in der Nähe fahren, das sind ja die etwas neueren. Die haben das nicht. So, Wiedersehen. Haha. Boah, Benz. Benz. More. Nicht so schnell. Ah ja. Löwengasse. Umsteigen zu. Alter, geht's dem Auto auch gut? Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Ich hole nochmal eine Alarmfalle. Hä, ist jetzt eine Tür offen?
Nee, wir sind wirklich hinten. Da vor hinten ist schon die nächste Flexi. Ah nee, das ist der. Das wäre jetzt schon. Frische Luft. Alter, der eine hat mich. Einfach nur ein Träumchen. So. Hallo, will da auch mal grün werden? Hallo. Den Liebe Fahrgästen jetzt Fahrgäste, hier schon. Sie Ah. verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Da sitzt ja einer draußen. Wittelsbachstraße. Müssen jetzt mal Gummi geben. Umsteigen zu Deshalb 50 haben wir da noch eine gelbe Ampel mitgenommen. Da, in den schmalen Straßen kannst du. Nee, mehr als mit 30 von der Muster halt da. Schnell. So, die Station liebe ich. Weil die erstens so kack positioniert ist und zweitens, weil die Leute dann über die Ding in die Straße gehen. Das finde ich cool. Weil es gibt es öfters in Wien. Weil die Straßenbahn öfters in der Mitte fährt. Oder? Ja, da ist schon Mitte. Ich habe die Straße da vorher nicht gesehen. Ja, normalerweise sind da immer noch Lichter, wenn die Türen also offen sind. Und da vorne sehen wir auch schon die Prater Hauptallee. Grüß euch, Happy Birthday. Prater Hauptallee. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Ein Träumchen. Boah, ich bin da schon so oft spazieren gewesen. Das ist auch geil. Ah, wir sind planmäßig, weil der fährt auch erst weg. Aber wir gleiten hier schön. Das mag ich. Das kann man mit der sehr gut. Ja. Jetzt, die Station ist halt wirklich so kacke, man. Geht aber egal. So, dann würde ich sagen, haben wir auch das gesehen. Ich werde es nochmal ganz. Nee, wir machen das erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Tram-EM an. Also diese Tram-Challenges, wo es genau mit der Tür dort sein muss und sowas. Und ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, wie ich hier durch Wien gefahren bin, mit der Li 1 und der E2 C5 und der Flexity. Ja, mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich kann euch das Spiel wie immer nur empfehlen. Ist wurscht. Und ja, jetzt würde ich sagen, war's das mit dem Video. Tschüss, bis dann.